Moin, moin und hallo. Ja, es gab schon sehr lange kein Video mehr von mir. Das lag aber daran, weil ich einfach wirklich wenig Zeit hatte, beziehungsweise auch ein bisschen die Lust dran verloren hatte, Videos zu machen. Ich habe zwar für WoW-Videos gemacht, für unsere Kill-Videos und so weiter, aber das war jetzt nicht so, ja, gut. Ja, ich habe wieder ein Spiel gefunden, was mir wirklich Spaß macht. Das ist Hearthstone. Und ich habe bis Rang 13 ungefähr so rumgecasualt. Und bedeutet, ich habe einfach ein bisschen Decks ausprobiert, geguckt, was man machen kann. Aber ich habe jetzt einfach mir mal Ziel gesetzt, ich möchte ganz gerne in die Top 10, beziehungsweise vielleicht geht auch der Legend Rank durch. Das gucken wir einfach mal. Ich zeige euch einfach mal, was für ein Deck ich mir zusammengestellt habe. Ja, wie schon besprochen, ich habe wirklich viel rumgecasualt. Viele Decks habe ich auch schon wieder gelöscht, aber im Großteil habe ich mit einem Mage-Deck gespielt. Und das hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. Aber jetzt habe ich mir mehr oder weniger den Hunter ausgeguckt. Und mit diesem Deck, ja, hoffe ich einfach mal, dass wir wirklich, oder ich, sehr viel Spaß haben kann. Und ich erkläre euch einfach mal, was ich da reingepackt habe. Ja, ganz normal als einer Minion den Argentum Knappen. Einfach weil sie ein Gottesschild hat. Bedeutet, kann halt, wie gesagt, nicht gepinkt werden. Beziehungsweise ist halt zwei Spielzüge da. Dann ganz normal den Lebra Gnom. Einfach weil er halt zwei Damage hat. Und halt das Todesröcheln, dass er einfach zwei Damage auf den Helden macht, wenn er gekillt wird. Dann einfach, gerade weil wir ein Facehunter-Deck spielen, bedeutet, wir wollen halt sehr schnell ins Gesicht gehen. Und so schnell es geht, dem Gegner Damage zufügen, bedeutet, wir gehen direkt ins Face, ignorieren die Minions oder zum Großteil die Minions und wollen ihm halt mehr oder weniger sehr viel Damage in kurzer Zeit zufügen. Da ist natürlich der ruchlose Unteroffizier sehr gut, gerade weil wir unsere kleinen Minions gerade noch zwei Angriffe dazugeben können. Dann habe ich einmal den Gleber dazugepackt, gerade als Kombi sehr gut mit dem Lebra Gnom. Bedeutet, ich kann im Zug 2 höchstwahrscheinlich schon, oder gerade im Zug 2 kann ich schon 5 Damage dealen. Dann einmal der Schnellstoß, gerade als Finisher, beziehungsweise wenn ich keine Karten mehr auf der Hand habe, weil ich sehr schnell Karten ausspiele, dass ich eine neue Karte dazu bekomme. Dann das einzige Geheimnis, was wir haben, ist die Sprengfalle, gerade einfach um schnelle Minions, beziehungsweise kleine Minions schnell zu töten. Verbindung natürlich mit dem Ehrenwissenschaftler, einfach dass wir wollen, dass er gekillt wird, beziehungsweise der Gegner killt ihn, wir kriegen die Sprengfalle. Dir zusätzlich noch zwei Damage auf den Helden, plus alle Minions, die also vom Gegner auf dem Feld sind. Dann die Eule, gerade wenn Gegner die mit Spott oder sonstigen Fähigkeiten ausspielt, können wir den ganz schnell countern und direkt wieder ins Face gehen. Dann sehr gut ist der geisterhafte Krabbler in Verbindung mit dem Messerjongleur, bedeutet einfach, wenn der Gegner dieses Minion tötet oder ich bringe ihn halt bewusst um, kriege ich halt zwei spektrale Spinnen dazu, welche natürlich dann gleichzeitig den Messerjongleur triggern und er einfach mal random, wenn wir natürlich Glück haben, direkt ins Face beziehungsweise einer Minions oder sonstiges wegpingt. Dann, wie gesagt, der irre Wissenschaftler zweimal drin, gerade weil wir die Sprengfalle triggern wollen. Dann kam dazu der Lanzenträger und dieser macht halt, wie gesagt, dass ich zwei Minions also zusätzlich zwei Angriffe habe. Dann den Adlerhornbogen, einfach da wir da drei Damage hat. Verbindung mit Sprengfalle sehr gut, da wir dann eine Aufladung zurückbekommen, direkt wieder ins Face und so weiter. Dann sehr gut zum Finisher das Fass, gerade in Verbindung mit Lass die Hunde los. Bedeutet, wenn ich mir das halt aufspare und zum Ende kann ich halt Lass die Hunde los triggern, kann ich halt sogar 10 Damage dealen plus den Damage von den Hunden, sollte der natürlich keinen Sport haben. Dann natürlich der Tierbegleiter, finde ich eine sehr gute Karte, weil wir dort drei Minions rufen können, beziehungsweise die Auswahl zwischen drei Minions haben. Einmal einen Spot-Diener mit 4-4, dann einmal einen Bussard, der allen Minions, die auf dem Feld gibt, einen Angriffs-Damage gibt und einen Eber, der halt Ansturm hat, bedeutet direkt ins Face, sollte klar sein. Dann natürlich ist der Worgen rausgefallen in diesem Deck, weil ich den Argentumreiter sehr viel besser finde, gerade weil er halt, wie gesagt, Gottesschild hat. Oder beziehungsweise, also bezieht sich natürlich auf den Argentum-Knappen, er kann halt nicht gepinkt werden, bedeutet, im Idealfall habt ihr den halt zwei Züge auf dem Feld. Und dann kommt noch der Arkan-Golem dazu. Hier natürlich das Negative, er gibt dem Gegner einen Mana-Kristall, aber hat halt 4 Damage. Gut, im Grunde genommen war es das zu dem Deck schon. Und ich zeige euch direkt einfach mal das Deck in Action. Bis gleich. So, und da starten wir direkt mit, ja, eigentlich einer sehr guten Kombi. Und wir spielen gerade gegen einen Mage. Hier rechts seht ihr nochmal das Deck, was ich gerade zur Verfügung habe. Ich benutze dazu ein ganz normales Programm, das nennt sich Hearthstone Deck Tracker. Verlinke ich euch hier unten auch. Und gucken wir einfach mal, wie wir spielen können. Ja, sehr natürlich, sehr geil, in Verbindung natürlich gleich mit dem Gleber, wie gerade vorhin schon besprochen. Versuchen wir einfach gleich mal Damage auf den Helden zu bekommen. Wir könnten theoretisch auch gleich den Minion mit ausspielen. Er wird ihn gleich pingen. Das war klar.
Da hat er natürlich jetzt seinen mehr oder weniger die Münze gewastet, wie ich persönlich finde. Ja, dann spielen wir den nicht. Dann spielen wir direkt den Gleber nicht. Wir machen direkt den zuverlässigen Schuss, um 2 Damage zusätzlich zu dealen. Und gucken einfach mal, was passiert, beziehungsweise was er ausspielt. Gut, er hat nichts. Er wird das Interview, spielt das Interview-Portal. Und kriegt natürlich den Schneefresser. Ja, den nehmen wir direkt raus. Wollen wir gar nicht auf dem Feld haben. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir im nächsten Zug ein ordentliches Minion bekommen. Wir haben viele Geheimnisse. Gut, das Geheimnis wird, denke ich mal, Mirror Image sein. Gut. Wir führen natürlich einen Tierbegleiter. Und wir kriegen den Ansturm. Okay, es war doch kein... Ja gut, das war die Rüstung. Hätten wir jetzt theoretisch mit dem zusätzlich noch machen können. Er wird ihn aber so oder so töten. Das bedeutet, wir sparen uns das einfach nochmal auf. Gut, dann gucken wir mal, was er macht. Wissen ist Macht. Und ich weiß ganz schön viel. Und da kriegen wir direkt ins Face. Gut. Gut, grundsätzlich machen wir... Das machen wir mal noch nicht. Wir machen erst den Gleber. Um zusätzlich 7 Damage spielen zu können. Sprengfall triggern wir noch nicht. Und da hat der Gegner nur noch 19. Er wird natürlich jetzt, denke ich mal, versuchen, das Board zu clearen, beziehungsweise er wird den einen wegpingen. Oder er macht das so. Okay. Geht er direkt ins Face. Das ist natürlich jetzt sehr ungut für uns, aber wir können trotzdem bedienen. So, da muss ich jetzt mal gerade ganz kurz überlegen. Und die nehmen direkt nochmal ins Face, wie vorhin besprochen. Gucken wir mal, was da rumkommt. Wenn wir natürlich gute Karten gezogen hätten, wäre er jetzt schon tot. Jetzt pinkt er den natürlich weg. Sehen wir aber zusätzlich nochmal 2 Damage. Können nächsten Zug 5 Damage dealen. Und wir gucken einfach mal, was er nochmal auf der Hand hat. Okay, er nutzt den Feuerball. Okay, das sieht... Das ist jetzt schon mal doof für uns. Gut, wenn er jetzt nochmal einen Feuerball auf der Hand haben sollte... Naja, er wird wahrscheinlich einen Frostbolt haben. Das wird eng für uns. So, was machen wir denn jetzt? Wir machen... Mich stehen, habe ich noch 2. Ich muss ins Face. Gut, das ist natürlich jetzt als erstes Match, was ich euch zeigen möchte, ist natürlich jetzt ein doofer Gegner. Beziehungsweise schlechte Kartenkombi von mir. Sollten wir aber natürlich jetzt im nächsten Spielzug eine ordentliche Karte bekommen, um ihn zu finishen, wäre das natürlich nice. Es scheint kein Feuerball mehr. Oder hat er noch einen Feuerball auf der Hand? Weil dann war es das für uns. Das war es mir auch, wenn er jetzt einen Frostbolt hat. Sollte er jetzt nichts mehr haben, ist das unser Sieg. Okay. Wenn er jetzt keinen Ansturm-Minion hat, dann haben wir direkt gewonnen. Aber ich kenne ja mein Glück. Aber es sieht schlecht aus. Na? Okay, das war's für uns. Wir haben gewonnen. Ja, im Grunde genommen, so funktioniert das Deck. War jetzt... Hätte auch schief gehen können. Aber ich denke mal, gerade um euch kurz das Deck zu zeigen, gerade um die Folge etwas kürzer zu halten, bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich hoffe, ich habe euch mehr oder weniger ein bisschen helfen können. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.